Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich dir, wie man eine Meerlandschaft in Aquarell malen kann. Aber bevor es losgeht, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr von mir verpasst. Kommen wir zum Material. Ich benutze heute Schminke, Aquarellfarben, ein Echtbüttenpapier von Hahnemühle sowie meine zwei Lieblingspinsel von Da Vinci. Nachdem ich das Blatt befeuchtet habe, einfach nur mit Wasser, nehme ich mir ein Blau, was ich mir zusammengemischt habe, und male um meine Wolke sozusagen herum. Also ich tupfe ein wenig auf dem noch nassen Papier und mache mir sozusagen eine Silhouette, um die ich dann herum male. Achtet dabei, dass ihr recht zügig arbeitet, damit das Papier noch feucht ist, wenn ihr mit einer dunkleren Farbe noch da reingeht, damit ihr keine hässlichen Schlieren und Flecken bekommt. Falls euch das Thema Himmel und Wolken interessiert, habe ich euch unten in der Infobox meinen neuen Guide zu diesem Thema verlinkt. Also Wolken sind ja praktisch nie ganz rein weiß, deswegen muss man ein wenig mit Schatten arbeiten und ein bisschen mit dem Licht spielen. Deswegen ist es immer ein bisschen natürlicher, wenn die Wolken nicht ganz rein weiß so gelassen werden. So, nachdem ich mit dem Himmel recht zufrieden bin, fange ich an, am Meer zu arbeiten. Und zwar nehme ich mir da so ähnliche Farben wie vom Himmel oben und fange erstmal ganz leicht an. Ich würde auch nie zu dunkel anfangen. Es ist immer besser, wenn ihr heller anfängt, da ihr natürlich nachher noch den Spielraum habt, das Meer oder das Wasser etwas nachzudunkeln, beziehungsweise vielleicht noch ein paar Wellen reinzumalen. Das ist dann halt euch überlassen. Aber es ist besser, wenn man heller anfängt, als wenn man zu dunkel anfängt. Nachdem ich mir den Strandsand hingemalt habe, habe ich angefangen, meine Steine zu malen. Ihr seht auch, dass das Papier etwas nass ist, das macht nichts, denn wir werden erst die Steine vollkommen ausarbeiten, wenn der Sand bzw. wenn das Papier unten komplett getrocknet ist. Ich verwende für die Steine auch super granulierende Aquarellfarben. Das finde ich bei Steinen immer ganz toll, da sich diese Struktur der Farbe bzw. ja, die dehnt sich so aus und es entstehen so eine kleinen Granulationen, die halt diesen Steineffekt ein bisschen verbessern. Thank you.
jetzt die Steine schon so weit getrocknet sind, arbeite ich mir die Schatten aus. Und ihr könnt alles, was ich dort mache, unten in der Infobox, wenn ihr auf den Link zu den Steinen klickt, euch durchlesen und Schritt für Schritt nacharbeiten. Ihr findet eine aktuelle Materialliste, ihr findet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ja, das eignet sich auch sehr gut für Anfänger, da diese Steine wirklich eigentlich viel einfacher sind, als sie aussehen. Ich verwende jetzt zum Beispiel hier weißes Gouache. Ihr könnt die Steine natürlich auch ganz ohne weißes Gouache malen. Ich habe es jetzt heute einfach mal hier gemacht. Da sie mir anfangs ein bisschen zu dunkel geworden sind und ich sie ein bisschen aufhellen wollte. Aber wie gesagt, wenn ihr darauf achtet, dass ihr wirklich hell genug anfangt, müsst ihr auch eigentlich kein weißes Gouache verwenden. Ja, so langsam nähern wir uns auch dem Ende zu. Ich arbeite noch ein bisschen am Schaum vom Wasser auf dem Sand unten und verdunkle ein wenig meinen Himmel, da ihm ja da oben doch noch ein wenig zu hell war. Also man findet zum Schluss immer noch ein bisschen etwas, wo man was verbessern kann, wo man noch einen Schatten setzen kann. Und man sieht auch, dass mit jedem Pinselstrich ein bisschen mehr was heraussticht. Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, klickt auf die Glocke und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.